Nee. Ich bin auch gedanklich gerade am überlegen, ob man vielleicht die Geschichte mit den Bossen angeht, aber ich glaube, das wird auch nichts. Weil es sind halt ungefähr umgerechnet eine Minute pro Boss und das schießt den Kampf und das Finden mit ein. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, was Blizzard sich dabei gedacht hat, aber das ist einfach unmöglich. Das pisst mich gerade ein bisschen an, sorry, aber das ist halt echt. Es ist ja nicht so, als wären wir schlecht oder so, aber. Boah, nee. Ist ja nicht so, als könnten wir es einfach nicht oder so, sondern. Oh, Mann. Nee. Nee, das geht einfach nicht. Schade, schade. Ich hätte das gerne mit euch zusammen fertig gemacht, diese Saisonreise, aber das. Ich bin überlastet. Das geht einfach nicht. Ernsthaft, archaische Mage Fist, das ist einfach lächerlich. Ich meine, die haben gute Werte. Aber es ist halt schon echt hart lächerlich. Welch eine tapfere Seele. Ich dabei? Kommt bald wieder. Das steht, ich bin überlastet. Und unsere Stiefel suchen wir halt auch noch vergeblich, ne? Also. Das wollte ich ja nur mal kurz sagen, dass das sich da auch noch nicht wirklich gebessert hat. Unser Glück. Nee, nee, nee. Irgendwie wird das hier nichts. Nee, nee, nee. Also, dann bauen wir einmal schnell von den Fähigkeiten wieder um auf unseren Standardbild. So. Saisonreise habe ich jetzt erstmal abgehakt. Das wird einfach nichts. Ja. 5 von 18 abgeschlossen. Schießt 2 Errungenschaften der Saison ab. Ja, tödliche Belagerungsbrecher ist ja auf Quad 13 oder höher, wendet einen legendären Gegenstand um. Ja, wir sind immerhin bis zur Etappe Eroberer gekommen, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Vielleicht überarbeiten sie ja zur nächsten Season mal diese Herausforderung so weit, dass es machbar wird. Das wäre ganz schön. Was können wir jetzt noch machen? Genau. Ich wollte mal gucken, ob wir vielleicht eine neue Bestzeit in Gearwifts aufstellen können. Testen wir mal einen 76er. Keine Ahnung, ob das was wird, weil ich würde gerne in der Season zumindest bis zum 80er Solo kommen. Aber wenn ich mir das so angucke und Gegner uns dann mit einem Hit wegboxen, habe ich so meine begründeten Zweifel, ob das was wird. Weil die killen uns halt wirklich irgendwie mit einem Hit gefühlt. Also der Champion jetzt ist down, das ist schon mal schön, aber. Na gut, wir haben eine positive Zeitbilanz, ne? Trotz einmal sterben. Einmal sterben, nicht zweimal sterben. Scheiß Feuer. Es geht schon wieder. Diese Feuerspucker können echt fies werden. Ich benötige Essenz. Ist aber auch eine blöde Ebene, die wir hier haben. Ich mag die einfach nicht. Kann die partout nicht leiden. So, Dienerchens, Attacke! Tötet sie alle! Kommt irgendwie ein Champion? Ballert ihn runter! Nicht genug Essenz!
Naja, wir haben eine positive Zeitbilanz, trotz allem. Zwar keine, die ich mich jetzt besonders stolz macht, aber sie ist positiv. Ein 76er ist halt aber auch schon echt heftig, ne? Das darf man halt nicht vergessen. So, jetzt haben wir Channeling und Simulacrum aktiv. Jetzt haben wir richtig schön die Badass-Magier. Kann man das mal nutzen hier, um ein bisschen Zeitbonus rauszuarbeiten. Es braucht noch etwas Zeit. Euer Tod nach. Boah, da kommt noch ein Champion angekrochen. Okay, das Rift ist gar nicht so schlecht. Beziehungsweise wir ballern halt echt soliden Schaden raus, ne? Unsere Kaidesans des Pers machen sich halt bemerkbar, auch wie Dauer. Es sind halt schon über 1000 Intelligenz, die wir dadurch insgesamt bekommen haben. Das merkt man halt sehr positiv, ne? Wo wir gerade bei bekommen sind, ich habe einen guten Hinweis bekommen unter einem meiner Guides, die ich bei YouTube habe. Und zwar eigentlich was, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich total Sinn macht. Nämlich, dass es bei einer Intelligenzklasse überhaupt keinen Sinn macht, irgendwo Widerstände drauf zu zaubern. Weil Intelligenzklassen durch ihren Intelligenz halt grundsätzlich so viel Widerstände haben, dass es überhaupt zum Beispiel das Zaubern von Widerständen auf Rüstungsgegenstände einfach keine wirkliche erhöhte Schadensreduktion bringt, sondern dass man stattdessen lieber auf Vitalität, Leben und vor allem Rüstung gehen sollte. Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe bei unserem Brustschutz hier die 120 All Resistance runtergemacht für 747 Rüstung und wir haben bei dem niedrigsten Widerstand, also dem, wo sich Veränderungen am stärksten auswirken, logischerweise, haben wir 1,2% Schadensreduktion verloren dadurch. Durch 120 Widerstände. Das ist halt nix. Das sind halt Peanuts. Das merken wir wahrscheinlich nicht mal. Macht ihn kaputt. Scheiß Vereisungsimpuls. Oder was elektrisiert, was uns gekillt hat? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat uns gekillt. Also ich würde im Rahmen dieser Season gerne bis einschließlich einem 80er Solo kommen. Das ist so mein persönliches Season Goal. Ich habe so ein paar verschiedene Season Goals, aber von denen ich keine Ahnung habe, ob wir sie alle erreichen werden. Eins von den Season Goals war es auch, die Saisonreise abzuschießen. Von daher werden wir definitiv nicht alle Season Goals erreichen, aber wir können ja mal gucken, wie wir da so zurechtkommen. Die anderen Season Goals, wie sind die eigentlich? Genau, meine Season Goals kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. 80er Solo, alle Edelsteine auf 80. Die drei, die wir ausgerüstet haben. Dann Paragon 800. Irgendwie alles mit einer 8 vorne, ne? Komplett uralter Bild. Und überall Kaidesans Verzweiflung drauf. Keine Ahnung, ob das was wird. Ja, ich fürchte tatsächlich, wie ich mich kenne, nicht. Was einfach daran liegt, dass ich irgendwann auch einfach Diablo ein bisschen über habe und was anfange, was anderes zu zocken. Und wenn ich dann erstmal raus bin aus Diablo 3, dann ist halt vorbei, dann komme ich nicht mehr rein und dann wird das auch nichts mehr. Könnt ihr euch das was drunter vorstellen, unter dem, was ich gerade hier von mir gebe? Wenn man dann erstmal sozusagen raus ist, dann wird das auch nichts mehr. Ich muss es halt jetzt durchziehen oder es wird nichts. So, es tötet. Greift ihr den überhaupt an? Es braucht noch etwas Zeit. Gefühlt haben die den überhaupt nicht angegriffen, den Typen. Das jetzt, ist noch nicht so weit. Jetzt kämpft doch mal, ey. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Na. Das wird nichts. Ich merke im Moment so ein bisschen, wie meine Aufnehmen oder generell Spielmotivation für Diablo ein bisschen einbricht.
Das muss nicht zwingend etwas heißen, kann aber. Weil ich spiele es halt nur, solange es mir Spaß macht, ne? Ist ja irgendwie Sinn, macht ja irgendwie auch Sinn. So, 7 Minuten 11, das musste der uns jetzt noch mitgeben, ey. Eine Setquelle, aha. Mein Name ist Urshi. Vielleicht kann ich. Das heißt, wir haben eine Tarashas-Quelle gekriegt, hervorragend. Das wollte ich ja schon immer mal haben. Na, immerhin, zwei Edelsteine schon auf 77, einer auf 75. Na, das ist ja gar nicht mal so katastrophal scheiße. Wir haben kein Level abgemacht in den Rift, das ist schon irgendwie wiederum etwas traurig. Aber die Abgabe des Rifts gibt uns ein komplettes Level ab. Das ist halt auch geil. Guck mal, wir waren ungefähr hier, als wir das Rift abgegeben haben, haben das vollgemacht und sind wieder bis hier gesprungen. Durch die Abgabe, aber das Rift selbst bringt uns das nicht. Das ist irgendwie ein bisschen dämlich. 77, mal gucken. Auf jeden Fall wäre ein Gegner mal eine gute Maßnahme. Blöden Geister, ey. Na komm. Schaffen sollten wir das eigentlich noch. Ich weiß nicht, ob wir schon mit unserem jetzigen Bild bis 80 kommen, aber ich denke, das sollten wir eigentlich. Ich meine, wir waren eben auch unter der Hälfte der Zeit. Das heißt, da ist halt definitiv noch Spielraum. NATO-Erfahrung wird überbewertet. Er hat irgendwie nicht ausgelöst. Du wirst doch irgendwie. Ich habe das schon mal das Gefühl gehabt, dass sie nicht jedes Mal aktiviert wird, wenn wir sterben würden. Aber guck mal, jetzt ist sie im Cooldown. Und teilweise eben war sie auch im Cooldown. Nicht im Cooldown. Meine ich natürlich. Ich muss mich noch gedulden. Und da ist sie gefühlt auch nicht ausgelöst. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich muss mich noch gedulden. Wow, da hinten ist noch ein Champion. Ich wollte gerade sagen, hä, das ist das erste Mal, dass ich diese Stelle in der Ebene habe, wo kein Elite-Pack ist. Und da hinten sitzt es dann natürlich auch gleich. Um meine Worte Lügen zu strafen. Das ist noch nicht so weit. Ja, läuft doch aber noch ganz gut, ne? Es braucht noch etwas Zeit. Läuft doch aber ganz gut. Das ist noch nicht so weit. Ah, nicht überragend, aber dafür, dass es ein 77er ist, finde ich gar nicht so schlecht. Das ist noch nicht so weit. Na, so nach dem Rift mache ich aber auch erstmal Schluss, weil irgendwie bin ich heute nicht besonders aufnahmemotiviert. Man merkt es vielleicht, ich bin auch von der Moderation her etwas abwesend. Und irgendwie auch nicht so ganz gut drauf. Stressigen Arbeitstag gehabt und da wollte ich eigentlich nur meine Ruhe, dachte, ich kann aber ein paar Folgen aufnehmen. Aber weil ich das mit der Saisonreise unbedingt probieren wollte. Gut, das war jetzt milde gesagt ein kleines Fiasko, aber. Es frustriert mich halt ein bisschen, dass es genau an sowas scheitert, aber. Stecken wir nicht drin. Wir haben es probiert, muss man fairerweise sagen. Vielleicht werde ich es auch nochmal offscreen ein bisschen probieren und euch dann natürlich logischerweise in der daran anschließenden Aufnahme natürlich darüber informieren. Das ist noch nicht so weit.
wenn wir Erfolg hatten. Wenn wir keinen Erfolg hatten, dann glaube ich, sage ich einfach nichts. Ne? Wäre das Prinzip. Wenn etwas klappt, hängt man es an die große Glocke. Wenn nicht, dann sagt man lieber gar nichts. Alles in allem bin ich mit unserer Leistung aber zufrieden. So im Großen und Ganzen. Ich muss mich noch gedulden. Meine Wunden haben sich geschlossen. Channeling. Kanalisieren, Power. Ich muss mich noch gedulden. Ich weiß immer gar nicht, was die in den Online-Gruppen immer für Probleme damit haben, Trash zu töten zum Vorwärtskommen bei uns. Klappt das doch ganz gut. Wir kommen doch ganz gut voran, selbst wenn wir Kleinviech zerlegen. Das ist noch nicht so weit. Ich meine, es ist jetzt nicht überragend perfekt unsere Zeitbilanz hier, aber viel schlechter als in dem Rift davor werden wir hier auch nicht rausgehen. Ich muss mich noch gedulden. Meine Wicht bin verletzt. Aua. Das tat weh. Das ist noch nicht so weit. So, erstmal alles an Fähigkeiten raus. Bam, um möglichst schnell möglichst viele starke Magier zu beschwören. Hau ich immer ganz gerne gefrorenes Land und Simulacrum gleichzeitig raus. Aber dann haben wir echt keine Ressourcenprobleme und können erstmal die Magier hochballern auf 10. Guck mal, hier finanzieren wir uns gerade fast komplett über Trash und das funktioniert hervorragend. Huch. Da kam auf jeden Fall irgendwie gerade auf einmal plötzlich extrem viel Schaden rein. Ich weiß gar nicht woher. Das ist noch nicht so weit. Huch. Das kann ich nicht tun. Kann auch sein, dass ich da einfach nicht aufnahmemotiviert bin. Spiele ich nachher ein bisschen offscreen und höre ein bisschen Musik, das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist nach diesem Rift erstmal Schluss. Wir haben immerhin mit den zwei Leveln, die wir weitergekommen sind, in Solo Rift zumindest ein Erfolgserlebnis heute. Das ist ja schon mal gar nicht komplett scheiße dann.